Ich bin Hedwig Seipel, freie Trainerin, Learning Designerin und offiziell auch Beauftragte für OER von dem Berufsverband für Berater, Trainer und Coaches BDVT. Wenn ich mich ein bisschen umdenke und nicht mehr der Skriptverkäufer bin, sondern mich definiere über meine Kompetenz, zum Beispiel, also ich bin Trainerin selbst, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich tolle Materialien einsetze, sondern ich werde dafür bezahlt, wie ich Menschen unterstütze beim Erwerb von bestimmten Handlungskompetenzen oder bei bestimmten Fähigkeiten. Und da spielt in der Weiterbildung das Material an sich eher untergeordnete Rolle. Man muss es zweierlei sehen. Das eine ist natürlich, gibt es Situationen, in denen ich von Kunden beauftragt werde, bestimmte Materialien zu erstellen. Und diese Materialien werde ich auch nicht als OER-Materialien weitergeben können, weil das sind Internas aus Unternehmen, aus Institutionen, die in diese Lernmaterialien einfließen. Das ist natürlich ein anderes Feld. Es gibt aber auch viele Standardthemen, bei denen wirklich Materialien nur Arbeitsmittel in Trainings oder in Weiterbildungen sind. Und da fragt eigentlich auch der Auftraggeber gar nicht, unter welchen Lizenz oder was das für Materialien sind. Die müssen stimmig sein, die müssen inhaltlich okay sein, die müssen ordentlich sein. Aber woher ich die habe oder worauf die basieren, das interessiert die Auftraggeber eher wenig. Also nach Qualität der Materialien explizit eher weniger, weil in der Weiterbildung geht es um das Gesamtpaket. Das ist halt eben der Dozent oder natürlich Dozentin auch, Trainer, Trainerin. Aber es geht letztendlich um die Durchführung, auch um das Konzept des Trainings. Und da sind Materialien ein Teil davon. Ich muss natürlich bestimmte Qualitätskriterien erfüllen oder ich werde auch nach Qualitätssiegel, Qualitätsstandards gefragt. Selten aber explizit auf Material, sondern auf mein Konzept und auf meine Ausbildung, auf meine Referenzen. Das ist im Prinzip immer im Gesamtpaket zu sehen. Meine Materialien, wie auch andere Trainer das auch tun, werden meistens immer im Kontext eines bestimmten Auftrags oder bestimmter Schulung erstellt. Das heißt also, ich habe keine Standardmaterialien und sage, okay, für dieses Training nehme ich immer das oder jenes. Ich muss die wirklich mixen. Das heißt also, für mich ist Remix aus Materialien praktisch täglich Brot. Und jetzt versuche ich, nachdem ich ja selber sehr gerne OER-Materialien auch verwende, nicht nur selber auch mal was mache, eben OER Komponenten zusammenzuführen. Das heißt also, natürlich gibt es nicht zu jedem Thema und alles OER-Materialien, aber wenn ich etwas zum Beispiel für irgendeine Schulung brauche ich auch Bildmaterial, dann nehme ich natürlich frei lizenzierte Bilder. Eins meiner Themen im Training ist das Thema Medienkompetenz für Trainer, das heißt digitales Lernen an sich. Und da kann ich, also nehme ich zum Beispiel auch einiges aus L3T, aus dem Standardlehrwerk kann man also auch bestimmte Passagen nehmen, die dann eben als begleitendes Material für Training geeignet sind. Ansonsten auch sehr viel von Online-Quellen, also auch aus MOOCs, auch aus dem CL20 MOOC, was da war. Da war ja eben der Schwerpunkt Unternehmen. Das heißt also, dann hatte ich auch schon das eine oder andere genommen, um Beispiele zu zeigen, wie eben bestimmte neue Lernformen in Unternehmen funktionieren. Es ist also sehr viel Remix dabei. Ja, ich frage mich natürlich, wenn ich jetzt an heute ein Gütesiegel vergebe für ein Material, das jeder jederzeit ändern kann, wie lang ist dieser Gütesiegel gültig? Weil letztendlich, wenn, nehmen wir mal an, ich erstelle heute ein Material und es gibt jemanden oder es gibt irgendein Verfahren, in dem feststeht, das ist jetzt eben, hat hier ein Sternchen, ein OER-Sternchen bekommen oder welches auch immer, Qualitätskriterium. Aber ein OER-Material bedeutet, jeder kann jederzeit verändern. Das heißt, wie häufig müsste das Material überprüft werden, ob diese Qualität im klassischen Sinne noch da ist? Weil da sind wir wieder bei anderen Themen, Versionsverfolgungen und Daten und alles, was damit zusammenhängt. Für mich ist das, ich denke, die Debatte über Qualität braucht auch Umdenken. Also bis jetzt ist es Qualität gut, wenn nach bestimmten Verfahren XY über bestimmte Gremien etwas als gut empfunden ist.
Ich glaube ganz persönlich an eine Art kollaborative Qualitätssicherung, was in der Weiterbildung auch wahrscheinlich einfacher ist als in anderen in anderen Bildungsbereichen in der Schule oder in der Hochschule. Weil in der Weiterbildung, wenn etwas gut ist, dann funktioniert es und wenn es nicht gut ist, verschwindet ganz schnell. Es ist im Prinzip, ja, die Teilnehmer der Weiterbildung oder die Trainer selbst merken, okay, das passt. Es ist natürlich ein anderes Qualitätsverständnis als im Sinne einer wissenschaftlichen Qualitätssicherung. Auch hier würde ich unterscheiden zwischen Materialien, ich sag mal, die gerade geboren sind. Ja, das heißt also, irgendjemand hat was erstellt und stellt das eben als OER. Das heißt, es hat noch kein Feedback, es hat noch auch keine Remix erlebt, das ist noch nicht verarbeitet, vielleicht in anderen Materialien. Da kann ich mir überhaupt kein Urteil bilden, weil das ist im Prinzip eine Momentaufnahme, jemand hat etwas erstellt. Das mag super gut sein, das mag aber auch noch nicht ausgereift sind, was auch nicht schlimm ist. In dem Augenblick, wenn ich auf Materialien zurückgreife, die viele Menschen bereits verarbeitet haben, die vielleicht remixt sind, dann habe ich ein Vertrauen letztendlich, wie in anderen Lebensbereichen, tun wir auch nichts anderes, als wenn ich jetzt eine Reise buche, dann gucke ich in Bewertungen. Dann weiß ich auch, in dem Hotel sind so und so viele Leute und die haben das irgendwie für gut empfunden und empfehlen das weiter. Dann ist es für mich ein Qualitätsmerkmal. Und so ähnlich sehe ich das bei freien Materialien. Wenn ich was verwende und sage, Mensch, ich habe das dort und dort verwendet, du hast das genommen, hat es auch funktioniert, dann steigt mit dem Grad der Verwendung irgendwie auch die Qualität. Weil dann haben halt ganz viele Leute drüber geschaut und haben das unter verschiedenem Kontext eingesetzt, dann kann das nicht so schlecht sein.